Nach der Öffnungsdiskussionsorgie steht uns eine nächste ins Haus, eine Datensaugorgie womöglich. In dem Zusammenhang habe ich ein neues Wort gelernt, Mission Creep, wenn eine Maßnahme schleichend ausgeweitet wird. Das befürchten ja Datenschützer im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App und ihrem zugrunde liegenden Gerüst PEP-PT. Wissenschaftler und Informatiker aus ganz Europa entwickeln so eine Tracing-App gerade. Damit könnten Infektionsketten nachvollzogen und Kontaktpersonen gewarnt werden. Wissenschaftler der ETH Zürich oder des Helmholtz-Instituts für Informationssicherheit sind in den vergangenen Tagen aber aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie befürchten, dass mehr Daten als nötig zentral gespeichert und dort auch missbraucht werden könnten. Es geht da auch um Vertrauen und Kontrolle. Darüber spreche ich jetzt mit dem Soziologen Prof. Dr. Steffen Mau. Er ist Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er hat sich in seinem Buch Das metrische Wir damit beschäftigt, wie es sich auf Gesellschaften auswirkt, wenn Algorithmen und Apps uns kontrollieren und zu Daten verarbeiten. Schönen guten Abend nach Berlin. Danke, dass Sie Zeit haben. Ja, guten Abend. Sie haben untersucht, wie Staaten und Konzerne unsere Daten greifen und sie teils auch gegen uns verwenden. Wie misstrauisch sollten wir also jetzt sein oder wie vertrauensvoll? Naja, ich finde es erstmal gut, dass wir über technologische Möglichkeiten der Eindämmung dieses Virus diskutieren. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, dann sollten wir sie auch versuchen, in irgendeiner Weise zu nutzen. Aber wir müssen sie richtig nutzen. Wir müssen natürlich Fragen von Privatheit, von Datenschutz, auch eine rechtliche und ethische Rahmung eines solchen Vorgehens genau überlegen. Und die Erfahrung lehrt eben viele Menschen und mich auch, dass doch die Datenkonzerne, zum Teil eben auch staatliche Behörden, Agenturen, doch eine große Datensucht an den Tag gelegt haben. Wir hatten viele oder eine ganze Kaskade eigentlich von Datenskandalen, die nacheinander abgelaufen sind in den letzten Jahren. Und das ist nun mal keine sehr optimale Vorbedingung für das, was jetzt als nächstes starten soll. In dieser Diskussion um die Apps hat sich ja gezeigt, dass sie auch parallel läuft zur Diskussion um die Pandemie-Maßnahmen generell. Also erst waren alle froh, dass alle vereint handeln, also tatsächlich handeln und Maßnahmen durchsetzen. Dann begann so die Diskussion und jetzt sind manche so verwirrt, dass sie nicht wissen, sollen sie den einen oder den anderen glauben. Aus soziologischer Sicht, wann sind solche gesellschaftlichen Diskussionen konstruktiv und ab wann nicht mehr? Gut, zu Anfang gab es eben sehr starken Konsens. Ich glaube, immer noch haben wir eine Situation, wo eigentlich das Ziel klar ist. Und da sind sich auch die meisten einig. Das geht um die Eindämmung der Epidemie. Es gibt jetzt mehr Diskussionen darüber, wie man das eigentlich erreichen kann und auch welche unterschiedlichen Güterabwägungen wir treffen müssen im Hinblick auf diese Zielerreichung. Das ist ganz normal. Ich glaube auch, dass sich der Expertenkreis, der sich dazu äußert, tendenziell vergrößert. Auch Nicht-Experten, Laien, Bürger, demokratische Prozesse sind einfach so, dass sie mehr einbeziehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man kann diese Offenheit zulassen. Wir haben das Ziel noch nicht aus dem Auge verloren, aber wir müssen jetzt mehr Beteiligung haben. Glaube ich, das ist ganz wichtig, um auch das von Ihnen angesprochene Vertrauen überhaupt erst herzustellen. Denn wenn die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt eine Arkanpolitik, das findet im Verborgenen statt, da sind weniger Experten, die irgendjemand handverlesen hat, daran beteiligt, dann wird es nicht gut funktionieren. Dieser Prozess muss geöffnet werden und das hat auch bestimmte Risiken, weil das möglicherweise auch dazu führt, dass wir eine größere Diversität von Meinungen haben, auch ein stärkeres Gegeneinander von Meinungen. Aber ich denke, das gehört dazu, das ist wichtig für diesen Prozess. Und es könnte natürlich auch länger dauern, ne? Letztendlich dadurch. Sie haben schon einen Vertrag für Ihr neues Buch unterschrieben, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Das heißt, die Grenzen der Welt, Territorium, Kontrolle und Mobilität im 21. Jahrhundert. Als hätten Sie die Corona-Schlagworte vorausgeahnt. Müssen Sie das jetzt aber trotzdem in der Pandemie umschreiben? Naja, eigentlich spielt es mir so ein bisschen in die Karten. Natürlich habe ich mir so eine Situation nicht gewünscht, aber dass die Territorialität und auch die Begrenzung eine so starke Rolle spielen, das hätte doch vor 2 oder 3 Jahren niemand gedacht. Wir hatten ja immer noch den Globalisierungsdiskurs, zwar kritischer als noch vor 10, 15 Jahren, aber generell sind wir von der Entgrenzung von Gesellschaften ausgegangen und nicht sozusagen von Brücken, die sich wieder schließen oder hochgezogen werden und von Schlagbäumen, die sich schließen.
Und diese Situation, die führt eben uns jetzt in etwas völlig Neues hinein, nämlich dass wir feststellen, dass diese Konnektivität, die wir erreicht haben im Prozess der Globalisierung, ganz neue Risiken mit sich bringen und dass Gesellschaften versuchen, sich dann eben auf neue Art und Weise abzuschließen. Und da spielen Grenzen eine große Rolle. Wir wissen alle, ob das jetzt an der griechisch-türkischen Grenze sind oder die Bilder, die wir hatten von den Flughäfen in den Vereinigten Staaten, wo Leute wie in einer Petrischale, dann sind das eben Situationen, die auf eine neue Weise das Territorium eben in das Zentrum der Aufmerksamkeit richten. Ganz kurz noch, letzte Frage mit einer Bitte um kurze Antwort. Was prognostizieren Sie denn, wenn es jetzt um Territorien und um Nationen geht? Kommen wir da mal wieder raus? Kommen wir wieder zu einer Gemeinschaft oder eher nicht? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, Grenzen werden stärker denn je als Filter wirken, also dass sie wirklich zwischen risikoreichen und risikoarmen Personen unterscheiden. Es werden auch mehr Technologien eingesetzt, um Mobilität zuzulassen, indem man Leute mehr überwacht, mehr monitort und mehr trackt. Und das wird, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, dass wir über die Verwendung von Daten dazu kommen, eben auch neue Formen von Verbindungen dann zu schaffen, die auf eine andere Art und Weise Informationen einbeziehen. Und da werden viele Personen eben auch runterfallen und auch explodiert werden. Und das ist ein großes Problem. Vielen Dank, Steffen Mau. Schönen Abend nach Berlin.